denn hier wird ganz ungeniert Kulturabbau initiiert. Als erstes hat die Schule eine bestimmte Geschichte und auch dadurch bedingt auch eine besondere Qualität. Und hier war das die Besonderheit, dass dieses Haus seit 15 Jahren eigentlich erneuert werden sollte vom Berliner Senat. Und das ist immer wieder verschleppt worden. Es ist kein richtiges Interesse da, so ein Instrument zu erhalten. Und dann waren Mittel schon bewilligt, dann wieder gesperrt und dann wieder hin und her und so. Und jedenfalls irgendwann reicht es den Studenten. Das war jetzt so ein Höhepunkt, wo die dann auch schlichtweg auf die Straße gegangen haben und gesagt haben, also was ist denn nun, was wollt ihr denn mit uns? Wollt ihr uns überhaupt nicht oder wollt ihr uns? Ja, wir haben vor allem eben halt die Ungerechtigkeit, die dabei passiert, auch gegen diese Ungerechtigkeit. Die auch in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist, dass das kein Sieg war, sondern dass das alles noch in den Sternen steht. Ja, und der Witz ja ist, dass es eigentlich, nein, der Witz ist ja, das läuft ja generell so. Das ist ja eigentlich das Schlimme. So, und jetzt haben sie denen eine Summe gegeben, die hinten und vorne nicht reicht. Also sie wollen einen zentralen Ort bauen. Nur für das Geld weiß jeder, geht das nicht. Sanieren hätte auch hier bedeutet einen totalen Umbau des Gebäudes, weil was einfach die Größe der Räume angeht, den Zuschnitt der Räume, egal ob die jetzt wärmeisoliert sind oder nicht, sind einfach ungeeignet für die Ausbildung, die den Studierenden hier zuteil werden soll. Also so wie es hier jetzt ist, ist es nicht zukunftsfähig. Die Schule zerfällt, wird immer weniger hier, wird immer verpisster, wird immer trauriger und wo soll denn da eine Art Ideal noch herkommen? Und ohne eine Gesellschaft ohne Ideale, das wird traurig. Jetzt nicht nur noch um die Ernst Busch, dass sie den zentralen Standort kriegt, sondern dass wir halt auf Kultur im ganzen Land, auf die ganzen Kürzungen hinweisen, dass wir einfach unsere Theater verlieren, wenn wir uns dafür nicht einsetzen. Und das ist unsere Zukunft, weil das lief halt ein paar Wochen so, dass wir nur Chöre gebrüllt haben und unser Studium vernachlässigt haben. Und dann hat Alexander Lang versucht, was zu finden, wo wir künstlerisch arbeiten können. Die Germanen sind von Germanien die Ureinwohner Germanen. Rötliches Haar und große Gestalten, die allerdings nur zum Angriff taugen. Ja, und dann war es so, dass der Alexander Lang sich angeboten hat, unsere komplette Klasse zu übernehmen und hat sich Gedanken dazu gemacht, wie kann man ihnen quasi etwas beibringen, plus gleichzeitig politisch aktiv zu sein, also etwas nicht nur einfach jetzt ein Szenenstudium zu machen, indem man irgendeine Art von theatraler Auseinandersetzung lernt, sondern wie man Bezug nimmt zu etwas, was gerade aktuell passiert. Das Gefühl empört sich dagegen. Warum leide ich? Das leiseste Zucken des Schmerzes macht einen Riss durch die Schöpfung. Von oben bis unten. Aber die Hochkultur ist ein äußerst kostbares Gut, was dieses Land besitzt. Und das kann ich doch nicht immer runterreden. Welch ein Geniss für euch in den Zweigen! Welche Geräusche aus jener Dämmerung säuseln? Laben. Klack. Da-da-da. Nochmal einen Moment warten. Klack. Da-da-da. Gefällig lasst in eurer Ruhe sich den ungetriebenen Sohn der Erde laben. Welch ein Gelispel höre ich in den Zweigen? Jeder Fisch, der irgendwo strandet, ein Wal, da kommen sie aus allen Welten gegen, um den Wal zu retten. Aber wenn hier ein Theater kaputt geht, kümmert sich keine Sau drum. Und das geht nicht. Mit Goethe, Hölderlin und Schiller gegen die Theaterkiller. Kulturabbau ist scheiße. Das ist auch
einmalig, das ist eine Kostbarkeit, die muss ich nicht minimieren, sondern ich muss eher maximieren, ich muss mehr in die Kultur investieren. Das ist eigentlich der springende Punkt, also auch in Zeiten der Krise, weil wenn ich vorausdenke, muss ich ja daran denken, dass da auch was der Bestand erhalten bleibt, nicht nur erhalten bleibt, sondern weiter wächst. Wir wollen nicht die Hälfte, wir wollen die ganze Kultur. Er hat halt einfach versucht, uns ein bisschen was an deutscher Kultur im Grunde nahezubringen. Das sind Schätze. Schätze unserer Kultur und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass man mit diesem Text einfach eine Aussage hat, die man einfach Menschen zugänglich machen kann und das nicht nur im Theater, sondern auch zeigen kann, das geht auch außerhalb des Theaters. Und es ging ja auch um eine Form, die wir im öffentlichen Raum nutzen können. Also wir haben das ja jetzt, es funktioniert ja nicht nur auf einer Theaterbühne, sondern auch auf der Straße, wo wir es auch spielen werden. Und auf die Straße gehen wir natürlich und vor Theater, weil da erreicht man ja das Publikum, was sich auch für Kultur einsetzt. Man kann sich einfach auf eine Kiste stellen und auf dieser Kiste kann man mit einem Text, den man nicht selber gerade erfindet, sondern den schon mal jemand gesagt hat, kann man sich hinstellen und im Grunde kann man etwas sagen zur aktuellen Lage. Und ich meine, der Vorteil auch, dass man damit auf die Straße geht und dass man vor allem Zeit, das machen junge Leute, die sich selber dafür interessieren und einfach wollen, dass andere sich auch wieder dafür interessieren und zeigen, dass das was wert ist und dass dieser Wert natürlich verloren geht, wenn er nicht mehr gezeigt werden kann. Also am 12. haben wir unsere Premiere im BAT, da spielen wir auch nochmal am 18. Weitere Termine sind am 13. und 14. am Nachmittag in der Akademie der Künste und dann haben wir noch, spielen wir noch vorm Deutschen Theater, wahrscheinlich in der FU, vom Gorki. Kann man den Schülern einen Satz mitgeben für ihr Leben? Kämpfen.